Es ist jetzt Mitternacht. In der Ferne höre ich die laut aufgeregten Rufe meiner Verfolger und das wütende Bellen der Bluthunde, die sie mit sich führen. Noch bevor der Morgen graut, werden sie mich hier gefunden haben. Sie werden mich mitnehmen, in eine finstere Zelle werfen, wo ich vor mich hin vegetierend darauf warten werde, mit meinen geliebten Toten eins zu werden. Unstillbare Gelüste werden an meinem Geist zerren und mein Herz vor Qual verdarren lassen. Mein Versteck ist die faulig stinkende Grube eines alten Grabes. Und dieser alte, von Wind und Wetter glatt geschliffene Grabstein dient mir als Schreibunterlage. Als Lichtquelle habe ich nur das Licht der Sterne und des sichelförmigen Mondes. Und doch sehe ich alles so deutlich, als wäre es helllichter Tag. Überall um mich herum halten verwitterte alte Grabsteine schweigend Wacht über eine Vielzahl verwahrloster Gräber, die sich kaum noch sichtbar unter einer dicken Schicht verfault stinkender Vegetation verstecken. Draußen auf dem Friedhof reckt einer dieser Grabsteine einem Anführer gleich seinen spitz zulaufenden Turm wie eine Lanze in den hell erleuchteten Nachthimmel. Der abscheuliche Gestank der Luft, geschwängert mit den Ausdünstungen von Pilzen und langsam vor sich hin schimmelnder Erde, wirkt auf mich wie der wohlige Geruch Elysiums. Es ist still. Totenstill. Unheilvoll kündigt diese Stille von aufkommendem Grauen und dem Ernst der Lage, in der ich mich befinde. Hätte ich die Wahl, wäre dies mein Wohnsitz. Eine Stadt, deren Herz aus faulendem Fleisch, zerfallenden Knochen und dem allgegenwärtigen Hauch des Todes besteht. Denn der Tod ist für mich Leben. Meine Kindheit war durch die Anwesenheit einer ununterbrochenen, trostlos eintönigen Apathie geprägt. Streng asketisch, kränklich bleich und allzu klein geraten, war ich oft in lang anhaltende Phasen morbider Niedergeschlagenheit versunken. Die gesunden Kinder meines Alters mieden und verspotteten mich, da ich weder das Interesse noch die nötige Ausdauer hatte, um mich an ihren rohen, kindischen Spielen zu beteiligen. Sie nannten mich einen Spielverderber oder altes Weib. Wie jeder ländliche Ort hatte auch Fanham seine Klatschbasen. Alte, einfältige Weiber, die sofort jede Gelegenheit ergriffen, um mit spitzen Zungen das Gift des Argwohns und der falschen Verdächtigungen unter den Leuten zu verbreiten. Für ihre vor nichts zurückschreckende Fantasie war ich mit meinem lethargischen Temperament für sie so etwas wie eine abschreckende Abnormität. Sie verglichen mich oft mit meinen Eltern und schüttelten dann dabei vielsagend die Köpfe, wenn sie von den ungeheuren Unterschieden, die es zwischen uns gab, sprachen. Einige von ihnen, die stärker dem Aberglauben zugeneigt waren, nannten mich offen einen Wechselbalg, während andere, die von meiner Herkunft wussten, auf die vagen, geheimnisvollen Gerüchte aufmerksam machten, die man sich über meinen Ur-Urgroßonkel erzählte, der anno 1692 in Salem als Hexenmeister auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war. Wäre ich in einer der größeren Städte wie Arkham, Newbury, Port oder Salem aufgewachsen und hätte mehr Gelegenheit gehabt, kameradschaftlichen Umgang mit Gleichgesinnten zu pflegen, vielleicht hätte ich meine Neigung zum Einsiedlertum überwinden können.
So aber wurde ich mit fortschreitendem Alter nur noch verstockter, trübsinniger und verfiel zunehmend mehr der Apathie. Irgendetwas schien von mir Besitz ergriffen zu haben, das meine Sinne abstumpfte, meine Entwicklung hemmte und meinen Geist auf unerklärliche Weise in Unzufriedenheit hüllte. Ich war bereits 16 Jahre alt, als ich das erste Mal einem Begräbnis beiwohnen sollte. In Fenham war eine Bestattung ein außerordentlich großes und gesellschaftliches Ereignis, da unsere Stadt eigentlich für die Langlebigkeit ihrer Bewohner weithin bekannt war. Wenn darüber hinaus auch noch so ein allseits beliebter Mann wie mein Großvater der Anlass für dieses Ereignis war, lag es nahe, dass die Einwohner in Scharen herbeieilen würden, um ihm die gebührende letzte Ehre zu erweisen. Ich sah der nun langsam näher rückenden Zeremonie nicht einmal mit dem Hauch eines Interesses entgegen, da alles, was mich aus meiner gewohnten täglichen Lethargie zu reißen drohte, lediglich körperliche und geistige Unruhe verhieß. Schließlich gab ich dem Drängen meiner Eltern, sie zu der Beisetzung zu begleiten, nach, und das auch nur, um mich der unentwegten Missbilligung zu entziehen, die meine Pflichtvergessenheit bei ihnen hervorrief. Bis auf die enorme Blumenpracht der beigegebenen Grabspenden war an dem Begräbnis meines Großvaters überhaupt nichts Ungewöhnliches. Es war, wie ich bereits gesagt habe, das erste Mal, dass ich mit den feierlichen Riten, die man aus solchen Anlässen abhielt, in Kontakt kam. Das abgedunkelte Zimmer mit dem düster drapierten offenen Sarg, der eindringliche Duft des aufgehäuften Blumenmeeres und die deutlich sichtbaren Anzeichen von Trauer auf den Gesichtern der anwesenden Dorfbewohner rüttelten mich aus meiner Lethargie und erregten plötzlich meine Aufmerksamkeit. Der schmerzende Stoß eines Ellbogens riss mich aus meinen augenblicklichen Träumereien und ich folgte meiner Mutter durch den Raum zu dem Sarg, in dem der Leichnam meines Großvaters aufgebahrt lag. Ich schaute in den Sarg und wurde das erste Mal in meinem Leben mit dem Tod konfrontiert. Stumm sah ich jetzt auf das ruhige, von tiefen Falten durchzogene Gesicht meines Großvaters herab und vermochte dennoch nichts zu spüren, das in mir ein Gefühl von Trauer ausgelöst hätte. Ich hatte vielmehr den Eindruck, dass mein Großvater auf eine gewisse, ruhige Art und Weise völlig friedlich und zufrieden war. Mich beschlich bei seinem Anblick vielmehr ein seltsamer Habenesgefühl, das mir bis zu diesem Zeitpunkt völlig fremd gewesen war und in dieser Situation auch völlig unangebracht erschien. Wenn ich jetzt an jene zukunftsträchtige Schicksalsstunde zurückdenke, glaube ich, dass dieses Gefühl durch den Anblick meines Großvaters ausgelöst wurde. Ein bösartiger und verdorbener Einfluss, der von seinem Leichnam ausging und mich auf eine raffinierte Art und Weise fasziniert in seinem Bann gefangen hielt. Mein Körper, ja selbst mein Geist schienen von einer mir unerklärlichen, ekstatischen Kraft aufgeladen zu sein, und ohne dass es mir selbst bewusst wurde, richtete ich mich auf. Mit meinen Augen versuchte ich, die geschlossenen Lider des Toten zu durchdringen, nur um dahinter vielleicht eine verborgene Botschaft zu entdecken. Mein Herz tat einen verzückten Sprung und schlug mit dämonischer Kraft gegen meine Rippen, als wolle es sich aus meinem gebrechlichen Körper befreien. Ein weiterer kräftiger Stoß durch meine Mutter traf jetzt meine Rippen. Hatte ich den Weg zum Sarg noch mit bleiernen Schritten zurückgelegt,
So verließ ich den Raum nun mit neu erlangter Lebhaftigkeit und seltsam beschwingt. Durchdrungen von diesem neuen, mystisch belebenden Einfluss, begleitete ich jetzt den Leichenzug zum Friedhof. In jenem Augenblick war mir, als hätte ich von einem exotischen Elixier getrunken, einem Trank, wie sie nach Gottes lästerlichen Rezepturen nur in den tief verborgenen Archiven Belials gebraut werden. Während alle anderen in die Zeremonie vertieft schienen, bemerkten meine Eltern die radikale Veränderung, die sich in mir vollzog und die den spitzen Zungen der alten Klatschbasen an den darauffolgenden Tagen frischen Stoff liefern sollte. Bereits gegen Ende dieses Zeitraumes begann die Kraft meiner neu entdeckten Stimulanz an Wirkung zu verlieren und ich verfiel wieder in meinen gewohnt apathischen Alltagszustand. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nie das Verlangen gespürt, aus diesem Zustand ausbrechen zu wollen. Doch nun trieb mich ein vages, unbestimmbares Verlangen dazu an. Äußerlich schien ich wieder ich selbst zu sein und die Klatschbasen der Stadt wandten sich bald wieder lohnenderen Themen zu. Hätten sie auch nur im Entferntesten den wahren Grund für meine heitere Stimmung gekannt, sie hätten mich gemieden wie eine abscheuliche, lepröse Krankheit. Selbst ich, hätte ich mir zu jener Zeit die widerliche Macht meiner so kurz währenden Hochstimmung vor Augen geführt, wäre in die Einsamkeit der Berge geflohen, um den Rest meines Lebens in reumütiger Abgeschiedenheit zu leben. Im Laufe der nächsten 5 Jahre verstarben, trotz der sprichwörtlichen Langlebigkeit in unserer Stadt, meine beiden Elternteile. Meine Mutter ereilte ihr Schicksal bei einem höchst ungewöhnlichen Unfall. Und der Schmerz ihres Verlustes überraschte mich dermaßen, dass jenes in mir aufsteigende, fast vergessene Gefühl der teuflischen Ekstase meine aufrichtig empfundene Trauer zu verhöhnen schien. Wieder überkam ich dieses Glücksgefühl, schlug mein Herz mit der Geschwindigkeit eines Hammers und ließ mein Blut feurig kochen durch die Adern zirkulieren. Schnell schüttelte ich den lästigen Mantel der Trägheit ab, nur um ihn durch die Last eines viel abscheulicheren und unheiligen Verlangens zu ersetzen. Der Leichnam meiner Mutter fesselte mich an den Raum, in dem man sie aufgebahrt hatte, und mich dürstete es wieder nach diesem teuflischen Nektar, der die Luft des Sterbezimmers durchströmte. Jeder einzelne Atemzug verlieh mir neue Kraft, hob mich empor in die höchsten Höhen und verlieh mir dabei das Gefühl seraphinischer Befriedigung. Plötzlich wurde mir klar, dass ich mich in einer Art Drogendelirium befand, welches schnell wieder vorübergehen und mich entsprechend geschwächt zurücklassen würde. Und dennoch, trotz dieser Erkenntnis war ich nicht imstande, dieses unersättliche Verlangen zu beherrschen. Die Erkenntnis, dass es in meiner Persönlichkeit etwas gab, das nur auf die Anwesenheit eines toten Körpers ansprach, sollte von nun an mein ganzes Leben und all meine Handlungen bestimmen. Der Tod meiner Mutter hatte meinem Vater sichtlich schwer zugesetzt. Und ich glaube, hätte ich ihm vor ihrem Tod von meinem Entschluss erzählt, er hätte es nicht nur strikt abgelehnt, sondern mich sogar des Hauses verwiesen. Nun jedoch, in seinem jetzigen, vor sich hin dämmernden Zustand, stimmte er meinem Wunsch bereits nach einigen Tagen des Zögerns zu. Schon bald darauf sprach ich bei Fanhams einzigem Bestattungsunternehmer vor und überredete ihn, mich zu seinem Lehrling zu nehmen. Wie wenig hätte ich es mir doch träumen lassen, dass es mein Vater sein sollte, der mir bereits kurze Zeit später als erster Gegenstand meines neuen praktischen Unterrichts dienen sollte.
ein überraschend auftretendes Herzleiden und die unsägliche Trauer über den Verlust meiner Mutter sorgten dafür, dass auch mein Vater nur wenige Monate später aus dem Leben schied. Mein bereits in die Jahre gekommener Arbeitgeber bemühte sich zwar nach besten Kräften, mir die furchtbare Aufgabe, die Einbalsamierung meines eigenen Vaters, zu ersparen. Dennoch gelang es mir schließlich, ihn zu überzeugen. Ich vermag heute kaum die Glücksgefühle zu beschreiben, welche mich während der Arbeit an seinem leblosen Körper durchströmten. Und wie unermesslich war doch meine empfundene Liebe, viel unermesslicher, als ich sie zu Lebzeiten jemals für ihn hätte empfinden können. Mein Vater war nie ein reicher Mann gewesen. Trotzdem hatte er genug weltliche Güter besessen, um beneidenswert unabhängig zu sein. Und als sein Alleinerbe fand ich mich nun in einer ziemlich paradoxen Lage wieder. Zum einen hatte mich meine frühe Jugend für das Leben in der modernen Welt völlig ungeeignet gemacht. Zum anderen verspürte ich nun aber den immer stärker werdenden Drang der Isolierung von Fenham und der unerträglichen Langlebigkeit seiner Bewohner zu entfliehen. Letzteres war auch der Grund für die Auflösung meines Lehrvertrages und meine anschließende Übersiedlung nach Bayborough, einer etwa 50 Meilen von Fenham entfernt liegenden Stadt. Ohne Schwierigkeiten gelang es mir, dort eine neue Lehranstellung zu finden, und man erlaubte mir schließlich sogar, auf dem Gelände des Bestattungsunternehmens zu wohnen. Die Nähe zu den Toten und meine tief empfundene Liebe zu ihnen hatte sich inzwischen derart fest in mir verwurzelt, dass dieser Zwang mein ganzes Leben bestimmen sollte. Von nun an widmete ich mich den mir gestellten Aufgaben mit ungewöhnlichem Eifer, und schon bald brachte ich es in dem von mir gewählten Beruf zur Meisterschaft. Keine der mir gestellten Aufgaben war zu grausig, keiner der toten Körper zu entstellt, und mit jedem neu eingelieferten Leichnam erfüllte sich in mir das Versprechen eines unseligen Wohlbehagens und respektloser Befriedigung. Der Preis, den ich dafür zahlte, war hoch. Allmählich begann ich die Tage zu fürchten, in denen keine neuen Toten eingeliefert wurden, und ich betete zu den finstersten Göttern der Hölle, sie mögen doch einen raschen und sicheren Tod über die Bewohner der Stadt bringen. Schließlich kamen die Nächte, in welchen ich mich einem Schatten gleich, verstohlen durch die dunklen Straßen und Gassen der Vorstädte stahl und in meiner Gier nach Befriedigung einer neuen, unheiligen Aufgabe nachging. Nach solchen Nächten des Umherstreifens verkündeten die Morgenzeitungen ihrer sensationshungrigen Leserschaft dann in allen Einzelheiten von meinen albtraumhaften Verbrechen. Spalte für Spalte, Zeile für Zeile berichteten sie reißerisch in allen Einzelheiten von den begangenen Scheußlichkeiten und äußerten dabei unmöglich klingende Vermutungen und sich widersprechende Verdächtigungen. Während all dieser Vorgänge durchströmte mich ein Hochgefühl der Sicherheit. Wer hätte auch nur im Traum daran gedacht, den Angestellten eines Bestattungsunternehmens zu verdächtigen, wo doch der Tod für Leute meines Standes augenscheinlich eine alltägliche Sache war. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass die kaltblütige Ermordung meiner Mitmenschen der Befriedigung eines schier unaussprechlichen Zwanges geschuldet war. Jedes meiner Verbrechen plante ich mit der verschlagenen Berechnung eines Verrückten. Stetig war ich bemüht, immer wieder genügend Abwechslung in meine Taten einfließen zu lassen, und deshalb wurden diese Gräueltaten auch niemals nur einer einzelnen Person zugeschrieben. Ich war wie in einem Rausch gefangen, dessen Nachwirkungen mir ekstatische und ungetrübte Stunden der Wonne und Lust bescherten.
Manchmal begegnete ich meinen Opfern während der Einbalsamierung ein weiteres Mal und lustvoll ergötzte ich mich dann an ihrem Anblick. Die Erinnerung an die begangene Tat und der vor mir liegende Leichnam machte es zu einem doppelten Gipfel der Wonne. O du seltene, köstliche Erinnerung! Die langen Nächte, in denen ich mich meinen widerlich perversen Träumen nachhängend an meinen Zufluchtsort klammerte, ließen mich immer wieder neue, unaussprechliche Arten ersinnen, die von mir so geliebten Toten mit meinen tief empfundenen Gefühlsbezeugungen zu überschütten. Eines Morgens dann, Mr. Grisham kam weit früher als gewöhnlich zur Arbeit, fand er mich ausgestreckt liegend auf einer kalten Grabtafel. In einem tiefen, ghoulischen Schlaf versunken, hatte ich meine Arme um den kalten, steifen, nackten Körper einer halb verwesten, stinkenden Leiche gelegt. Er weckte mich auf und in seinen Augen erkannte ich die Abscheu, aber auch den Ausdruck von tief empfundenem Mitleid. Mit sanfter Stimme, aber dennoch fest entschlossen, erklärte er mir, dass er mich entlassen müsse, da meine Nerven augenscheinlich durch die abstoßenden Aufgaben, die unser Beruf mit sich brachte, überbeansprucht seien. Er empfahl mir eine längere Erholungsphase, um, wie er es ausdrückte, meiner in Mitleidenschaft gezogenen jungen Seele die Möglichkeit auf Heilung zu ermöglichen. Wie wenig wusste er doch von dem in mir brennenden, dämonischen Verlangen, das mich dazu antrieb. Ich war klug genug, um zu erkennen, dass meine Motivation seinen Glauben an meinen Wahnsinn nur bestärken würde. Und so war es besser, jetzt fortzugehen, als die Entdeckung meines wahren Motives herauszufordern. Nach diesem Vorfall wagte ich es nicht mehr, zu lange an ein und demselben Ort zu verweilen. Zu groß war meine Angst, mein Geheimnis könnte einer missbilligenden Welt offengelegt werden. Von nun an zog ich von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort und arbeitete in Leichenschauhäusern, auf Friedhöfen und sogar einmal in einem Krematorium. Ich suchte mir immer nur die Stellen heraus, bei denen sich mir die Möglichkeit bot, den Toten, nach denen ich mich so verzehrte, nahe zu sein. Schließlich brach der Erste Weltkrieg aus und ich war einer der Ersten, die über den großen Ozean fuhren. 4 Jahre blutige Schlachthaushölle, krankmachender, fauliger Morast in den Schützengräben, das ohrenbetäubende Donnern von detonierenden Granaten, das monotone Schwirren der Gewehrkugeln, die erstickenden Dämpfe mörderischer Gase, die grotesken Überreste von zerschmetterten und zerfetzten Leibern. 4 Jahre der transzendenten Befriedigung und des Glücks. Mit der Beendigung des Krieges endete auch die unbeschreiblich befriedigende Orgie meiner Sinne und so zog es mich nach meiner Rückkehr wieder zu den Städten meiner Jugend zurück. Einige Monate später wanderte ich bereits wieder über die mir vertrauten Straßen Fenhams. Die Jahre des Krieges hatten dem Ort nicht gut getan, und so betrachtete ich nun erstaunt die heruntergekommenen alten Farmhäuser, von denen nur noch eine Handvoll bewohnt war, darunter mein ehemaliges Heim. Ich sah die von Unkraut überwucherte Einfahrt, die zerbrochenen Fensterscheiben und die verwilderten Äcker, die sich hinter dem Haus erstreckten. Und was ich sah, bestätigte, was man mir erzählt hatte. In dem Haus meiner Geburt lebte jetzt ein stadtbekannter Trunkenbold, der seine kümmerliche Existenz von den wenigen Aufträgen fristete, die ihm ein paar Nachbarn aus Mitleid für seine Frau und sein unterernährtes Kind erteilten.
Der ehemalige Glanz, den die Stadt in meiner Jugend ausgestrahlt hatte, war gänzlich verflogen und war einem Gefühl von trister Monotonie gewichen. Schockiert, in Gedanken versunken, lenkte ich meine Schritte nach Bayborough. Bei meiner Ankunft dort stellte ich fest, dass der Krieg auch hier für Veränderungen gesorgt hatte, jedoch im positiven Sinne. Trotz der Entvölkerung durch den Krieg hatte sich die Einwohnerzahl mehr als verdoppelt und der kleine Ort war inzwischen zu einer Stadt gediehen. Instinktiv zog es mich zu dem Ort meiner früheren Beschäftigung und wie erstaunt war ich doch, als ich feststellte, dass es das Bestattungsunternehmen noch gab. Der Besitzer war nun zwar ein anderer. Eine Grippeepidemie hatte den alten Mr. Grisham dahingerafft, aber noch immer verströmte das Gebäude diesen süßen, lieblich riechenden Duft des Todes. Aus einer schieren Laune heraus trat ich ein und bat um eine Anstellung. Leicht zitternd verwies ich dabei auf meine Ausbildung bei Mr. Grisham und stellte zu meiner Erleichterung fest, dass meine Angst vor Entdeckung völlig unbegründet war. Mein ehemaliger Arbeitgeber hatte das Geheimnis meines, dem Berufsethos widersprechenden Verhaltens mit in sein Grab genommen, ohne je irgendjemandem davon erzählt zu haben. Ein glücklicher Umstand, der mir jetzt die einzige noch freie Stelle in dem Unternehmen bescherte. Alsbald schon folgten neue, albtraumähnliche, unfromme, nächtliche Pilgerfahrten, um das unüberwindliche Verlangen meiner gesetzwidrigen Wonnen zu stillen. Jede Vorsicht außer Acht lassend, frönte ich nun wieder entzückt meinen verdammenswerten Ausschweifungen. Wieder lieferte die Presse reißerische Artikel. Wieder warf die Polizei ihr Fangnetz aus und wieder entging ich ihnen mit der Leichtigkeit eines sich auflösenden Schattens. Man verglich die grauenhaften Morde mit jenen, die die Stadt bereits vor Jahren in Angst und Schrecken versetzt hatten und nannte es die Rückkehr der blutigen Wochen des Schreckens. Immer größer wurde mein Verlangen nach dem giftigen Nektar der Toten und ich begann deshalb die Pausen zwischen meinen abscheulichen Streifzügen immer mehr zu verkürzen. Zwar erkannte ich, dass ich mich damit der Gefahr einer Entdeckung aussetzen könnte und trotzdem fuhr ich von dämonischer Besessenheit angetrieben mit meinen Taten weiter fort. Mein Geist und Gemüt stumpften mit der Zeit immer mehr ab und bald schon hinterließ ich meinen Verfolgern unfreiwillig kleinere Hinweise, die mir in dem Wahn meiner Befriedigung entgangen waren. Ich hinterließ eine Spur, flüchtige Fingerzeige, nicht genug, um mich verhaften zu können, aber dennoch genug, um den Verdacht auf mich zu lenken. Ich spürte die lauernden Blicke in meinem Rücken, hörte das leise Getuschel der alten Weiber und trotzdem war ich nicht in der Lage, meinem wachsenden Verlangen nach immer mehr Toten Einhalt zu gebieten. Und dann kam die Nacht, in der mich der schrille Pfiff einer Polizeistreife aufschreckte, während ich mich gerade mit meinem blutverschmierten Rasiermesser meinem letzten Opfer widmete. Das laute Hämmern der Polizeiknüppel gegen die Tür und das Geschrei der Polizisten ließen mich in Panik die Flucht ergreifen. Ich schlug mit einem Stuhl das Fenster im Zimmer meines Opfers ein und dankte Gott, dass es sich in einem der Elendsviertel befand, so dass es mir noch gelang, in einer der schäbigen Seitengassen zu verschwinden, bevor die Polizisten durch die eingeschlagene Tür in das Zimmer drängten. Blutbeschmiert flüchtete ich über verwitterte Zäune, durch verwahrloste alte Hinterhöfe und an baufälligen Häuserruinen vorbei, bis ich endlich den Stadtrand erreicht hatte.
Von dort aus floh ich in die dicht bewaldeten Moore vor der Stadt, die sich fast 50 Meilen bis zu den Außenbezirken Fenhams erstreckten, und suchte dort Schutz vor meinen Verfolgern. Fast eine Woche verbarg ich mich, erschöpft, ausgemergelt und bis auf die Knochen durchnässt, in den Wäldern gut eine Meile vor Fenham. Bislang war ich meinen Verfolgern entkommen, doch wagte ich es nicht, mich zu zeigen. Mir war klar, dass die Fahndung nach mir wohl auch im Rundfunk gelaufen sein musste und man mich auch in Fenham sofort festnehmen würde. Inständig hoffte ich, dass es mir gelungen war, meine Spuren zu verwischen. Nach jener ersten Wahnsinnsnacht meiner Flucht hörte ich keine Hunde mehr bellen, keine Männer mehr rufen und niemanden, der sich auf der Suche nach mir durch das Unterholz kämpfte. Vielleicht war man zu dem Schluss gekommen, dass meine Leiche in irgendeinem stehenden Gewässer verrottete oder für immer von den tiefen Sumpflöchern verschlungen worden war. Schmerzhaft nagte der Hunger an meinen Eingeweiden und der Durst schnürte mir die Kehle zu. Viel schlimmer noch als Hunger und Durst aber war die unerträgliche Gier meiner Seele nach toten Leibern. Der Gedanke an meine so innig Geliebten ließ meinen ganzen Körper vor Wollust erzittern. Mir wurde jetzt deutlicher denn je bewusst, dass dieser Drang ein unabdingbarer Bestandteil meines Lebens war und dass ich ohne ihn zu stillen wie eine leere Öllampe ausbrennen würde. Fest entschlossen sammelte ich die mir verbliebenen Energiereserven, um mich für die kommende Aufgabe, das Stillen meines unersättlichen Appetits, zu wappnen. Ich war mir durchaus der Gefahr, die meine Unternehmung barg, bewusst, und trotzdem machte ich mich geschützt durch die Schatten der Nacht zu einer Erkundungstour nach Fenham auf. Keine Ahnung, welcher Gefolgsmann Satans meine Schritte leitete, aber selbst meine von Sünde durchdrungene Seele revoltierte einen Augenblick, als ich lüstern und gierend nach Befriedigung vor meinem Elternhaus stand. Dann verschwamm die Erinnerung an meine schmerzliche Kindheit und an ihrer Stelle trat ein überwältigendes, lusterfülltes Verlangen. Hinter diesen Mauern war Beute. Schon im nächsten Augenblick hatte ich eines der zerbrochenen Fenster aufgeschoben, war über die Brüstung geklettert und stand in dem Raum, der früher mal unser Speisezimmer gewesen war. Ich horchte angestrengt, alle Sinne wachsam, alle Muskeln bis auf das Äußerste gespannt. Einer Katze gleich stahl ich mich durch die mir vertrauten Räume, bis mir das leise, röchelnde Schnarchen die Nähe meines Opfers verkündete. Meine Erleichterung ob der jetzt zu verrichtenden Tat entlockte mir ein leises, blasphemisches Seufzen. Leise öffnete ich die Tür zur Schlafkammer. Einer Raubkatze gleich fand ich meinen Weg zu der vor mir im Bett ausgestreckt liegenden Gestalt, die in trunkener Benommenheit dalag. Die Frau und das Kind. Wo waren sie? Wieder lauschte ich angestrengt in die nächtliche Stille. Ich lächelte satanisch, als ich ihre Atemgeräusche aus dem Nebenzimmer vernahm. Nun, sie mussten noch etwas warten. Dann tasteten meine gekrallten Finger nach dem Hals meines Opfers. Stunden später war ich erneut auf der Flucht, doch diesmal neu gestärkt. Drei Menschen schliefen nun den ewigen Schlaf, den ich ihnen beschert hatte.
Erst mit dem ersten Strahl des aufkommenden Tageslichtes, welches in mein Versteck drang, wurde ich mir der unausweichlichen Folgen meiner Tat bewusst. Selbst der dümmste Landpolizist würde diese Tat sofort mit meiner Flucht aus Bayborough in Zusammenhang bringen können. Außerdem war ich zum ersten Mal sorglos genug gewesen, um meine Fingerabdrücke am Ort meiner Tat zu hinterlassen. Fast den ganzen Tag saß ich nervös, zitternd in meinem Versteck. Als dann endlich die Nacht hereinbrach, machte ich mich im Schutz der Dunkelheit auf den Weg in die Wälder, die auf der anderen Seite Fenhams gelegen waren. Noch bevor der Morgen graute, wusste ich, dass die Jagd auf mich wieder im Gange war. In der Ferne vernahm ich das laute Gebell von Hunden. Die ganze Nacht quälte ich mich weiter, aber am nächsten Morgen spürte ich schmerzhaft, wie meine künstlich erworbene Kraft langsam schwand. Gegen Mittag war der Drang wieder so stark, dass ich wusste, ich würde zusammenbrechen, wenn ich nicht schnell wieder von meinem exotischen Nektar kostete. Die ganze Nacht war ich in einem weiten Halbkreis gewandert. Und wenn ich mich nun beeilte, würde ich gegen Mitternacht an dem Friedhof sein, auf dem ich vor vielen Jahren meine Eltern zur letzten Ruhe gebettet hatte. Meine einzige Hoffnung lag darin, davon war ich überzeugt, dieses Ziel zu erreichen. Mit einem stummen Gebet zu allen Teufeln des Schicksals machte ich mich mit bleiernen Schritten auf in Richtung meines letzten Zufluchtsortes. Großer Gott! Sind wirklich erst 12 Stunden vergangen, seitdem ich mich auf den Weg zu meinem gespenstischen Zufluchtsort gemacht habe? Ich habe das Gefühl, ich sei ewig unterwegs gewesen. Die reiche Belohnung, die mir jetzt zuteil wird, war es wert. Der ungesunde Hauch dieses verrotteten Ortes ist Weihrauch für meine geschundene Seele. Die ersten Strahlen der Morgendämmerung färben jetzt den Horizont grau. Ich kann sie kommen hören. Es kann nur noch Minuten dauern, bis sie mich hier gefunden haben und mich für immer vor dem Rest der Welt wegschließen. Ich werde leiden, rasende Sehnsucht wird mich aufzehren, bis ich am Schluss eins werde. Eins mit den Toten, die ich so liebe. Sie sollen mich nicht bekommen. Es gibt eine Fluchtmöglichkeit. Vielleicht ist es die Wahl eines Feiglings, aber weit besser als endlose Monate namenlosen Unglücks oder einer alles verzehrenden, unerfüllten Sehnsucht. Ich werde diese Aufzeichnungen hinterlassen. Sie sollen es verstehen. Verstehen, warum ich diese Wahl treffe. Das Rasiermesser. Seit meiner überstürzten Flucht aus Bayborough trage ich das blutverschmierte Werkzeug meiner Gräueltat in der Tasche. Die blutbefleckte Klinge glitzert merkwürdig verführerisch im abnehmenden Licht des Mondes. Nur ein Schnitt. Einmal lang über mein linkes Handgelenk und ich bin erlöst. Warmes, frisches Blut tropft auf meine Schreibunterlage, bildet groteske Muster auf dem alten, verwitterten Stein vor mir. Ich sehe, wie phantasmagorische Horden über den faulig stinkenden Gräbern aufsteigen. Gespenstische Finger locken mich. Ätherische Bruchstücke ungeschriebener Melodien steigen mir in mein Ohr. Die Seelen der von mir Hingemordeten ziehen in einem verhöhnenden Schweigen an mir vorüber. Ich kann sie jetzt sehen, die Hölle. Alles verbrennende Zungen drücken meiner entweichenden Seele ihr Brandzeichen auf. Was für ein Glücksgefühl!
Ich kann nicht mehr schreiben. Nun endlich bin ich.